Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, das eine will ich hier noch ranbumsen, ne? Damit das auch weg ist. Muss ja hier nicht so im Gebäude stehen. Ich glaube, wir machen das dann noch alles hier fertig. Aber erstmal ein bisschen was trinken. Meine Tür ist irgendwie schon ein bisschen im Arsch. Ich hoffe, jetzt kommt auch kein vierbeiniges Vieh, was hier unbedingt jetzt mal sterben möchte oder sowas. Ne? Ich hoffe, das bleibt uns ganze erspart. Aber wir wollen erstmal gucken. Ne? Wir machen das mal jetzt hier schnell fertig, damit wir. Ja, schon so eine Runde. Was heißt cool sind oder so, ne? Aber auf jeden Fall ein bisschen besser klarkommen. So. Wo sind denn die anderen? Ne, das sind Treppen. Da fallen dann nicht nur drei runter oder was? Bin ich denn komplett irgendwie so ein bisschen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was machen wir danach? Jetzt ganz ehrlich. Weiß ich auch noch nicht so richtig. Ne? Ich lasse mich da überraschen, ob wir mal zum Bäumchen gehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Material wir von irgendwas noch bräuchten oder so. Da müssten wir dann mal ein bisschen gucken gehen. Ja, da gehen wir gleich mal durch die Kisten und schauen mal so ein bisschen. Erstmal das hier alles so fertig machen hier. Schön pomantisch. Ne? Ich glaube, einen müsste ich hier noch fällen. Wenn meine Axt das mitmacht, wäre das eine richtig geile Sache. Okay. Ja, wollte schon sagen, zerfällst du jetzt noch in Einzelteile? So, jetzt haben wir wieder 5. Ich komme da nie ran. Mann. So, dann fehlen da noch 1. 4, 8. 8 fehlen da noch. Ich glaube, einer liegt nur noch hier rum. Was wackelst du mit deinem Popo? Bleiben Sie mal schön nervös hier. Ach, meine Ausdauer schon wieder mal. Das mit der Ausdauer ist hier wirklich im Spiel das Schlimmste für mich, ne? Könnten das auch tagsüber machen, aber ich möchte eigentlich tagsüber mehr so gucken, was der Ball macht, ne? Muss man alles hier so schön nah ranbauen, damit eben die Viecher einen das fressen und die Kisten nicht plündern, ne? Das ist so grundhässlich eigentlich. Wie jetzt? Achso, wollte schon sagen. Muss du hier noch alles haben? Ups. So, und der letzte geht noch hier rein. Und dann, voilà, Mann, ist der wunderschön. Dann machen wir aber auch zu. Ne, ich höre es nämlich schon wieder. Aki, mal einer ist hier reingefallen. Ja, die machen wir später draußen. So, 3 Uhr noch was. Gehen wir mal erstmal pennen. Bis es jetzt hier auf jeden Fall später ist. Und den bringen wir noch nach draußen. Ich denke mal, jetzt kommt hier nichts, was mich upfuttern möchte. Ja, das ist, wenn man so gewohnt ist von anderen Spielen, wie das so, was so welche Tasten sind, ne? So, die lassen wir uns auch noch, falls wir die brauchen. Ach, guck mal, hier ist noch eins raufgefallen. Und hier. Und ich habe hier sowieso einen Vollidioten, ne? So, zack, renn damit. Einen Schluck zu trinken. Und dann kicken wir mal, was uns denn so fehlt. Ich wollte ja eigentlich, ne, na, fällt mir gerade wieder ein, mal so Richtung dieser Knallidioten gehen. Das wäre eigentlich auch noch so eine Sache. Und dann andererseits sehe ich hier irgendwas. Meine Tasche ist ja noch da hinten. Ne? Die ist ja hier noch ganz weit hinten. Da müsste ich irgendwie auch wieder hin. Holen wir erstmal Tasche oder holen wir erstmal keine Tasche? Das ist jetzt hier so die entscheidende Frage. So, wir haben hier natürlich ein bisschen. Nee, das Gift kommt hier nicht rein. Ein bisschen so Stuff von den ganzen eingesammelt. Ich höre die draußen schon, wa? Das finde ich andererseits nicht so cool, dass ich die schon höre. Wie kommt das? Warum habe ich dich da nicht reingemacht? Na, das finde ich irgendwie gar nicht so geil. Gucken, was war die Taste? Ach so, okay. So, und der Rest. Können wir noch Steine? Das hier geht auch rein. Zack, zack. Trockendings, weiß ich nicht.
Naja, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, den Rest behalte ich erstmal. So, dann wollen wir noch was hier, weil die wollen nämlich eigentlich mein Essen essen. Wie ist das? Gerichtet nämlich. So, dann verbrauchen wir das noch. Nehmen wir uns noch was zu trinken mit und dann versuchen wir mal, meine Tasche wieder zu kriegen. Ich hoffe, es geht. So, zack. Und dann auf zur Tasche. Und dann denke ich mal auf jeden Fall danach, ich will diese explodieren. Weißt du, die Rüsselkäfer, die explodieren. Da würde ich gerne mal dann noch nachschauen, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. Okay, ich gehe mal von aus, wenn hier ein Spinnennetz ist, dass hier irgend so ein Lulatsch hängt. Ich höre aber auch nichts. Ich meine, ich glaube, ich mache das mir mal lauter. Dann höre ich so wenigstens Schnarchen, weißt du? So, ich will nur mal gucken, wie viele Punkte ich habe. Sehe ich das nicht hier? Ach nee, das sehe ich nur. Da, 1400. Oh, da können wir ja bald mal wieder was anderes mitmachen, oder? Ich finde ja auch süß, dass man die Schnarchen hört, ne? Alter, wer kommt noch auf solche Ideen? Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich auch ein paar diese Dinger mit. Ich glaube schon, ne? Das kommt. Nur ein paar, nicht alle. Ich kletter jetzt nicht nach oben. Ich höre irgendwas fliegen hier. Ey, die Fliege hat irgendwas in der Hand. Ich sehe das doch. Guck mal, voll viele. Aber die eine hatte doch was in der Hand, oder bin ich bekloppt? Okay, alles klar, ne? Übertreib mal. Da, die hat was in der Hand. Ist sie noch hier? Ich weiß nicht, ich finde es ziemlich interessant, wenn die was in der Hand haben. Okay, jetzt ist es tot. Wo sind die Vieh? Getötet, aber ich krieg nur nichts. Wo ist mein Rucksack? Ah, da. Weiß nicht, bei den Wasserdingern, ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwie Ham-Ham-Fische sein könnten. Ich weiß das nicht. Man sieht ja jetzt hier nichts, aber irgendwie. Schon wieder Schock des Lebens gehabt, ne? Warum habe ich denn eigentlich die Fackel an? Kann mir den erzählen? Ach nee, ich halte den Bogen. Das wollte ich schon sagen. Irgendwie wirkt das hier gerade ein bisschen merkwürdig. Ah, hier können sie doch so Kaulquappen reinmachen, oder? Keine Ahnung. Irgendwie könnte da was drin sein, was mir auf jeden Fall nicht gefällt. Aber ich denke mal, hinten am Baum, das große, das wird ein bisschen anders aussehen. Aber ich frage mich hier mal so ganz ehrlich, wo sind denn alle? Hahaha. Nee, da gehe ich nicht jetzt hin. Nee, 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 nee. Das jetzt nicht mit mir. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock. Das hier ist auch Klee? Ja, okay. Heute schon mal geklärt, das ist auch Klee. Ah, wollte schon sagen, wo ist denn Rudi? Ich kann nicht dafür. Ich muss den einfach töten. So, jetzt sind wir hier. Ziemlich in der Nähe. Da oben ist er. Aber hier kommen wir ja so nicht hoch. Jetzt müssten wir gucken, dass wir, glaube ich, nach rechts laufen. Und dann da irgendwie dann bei den Spinnen oder sowas, ne? Müsste das sein. Das ist nur eine Biene. Müsste ja dann irgendwie. Ja, das ist nur so eine bekiffte Ameise. Das macht mir jetzt ja nichts. Und dann irgendwie da durch, ne? Kann das? Oh. Sag mal, da bleibst du an so ein Stück Klee hängen. Oder Sprössling oder was auch immer. Ist aber weit weggeschossen. Stell mal vor, ich schieße da aus Versehen eine Biene an. Na, da wäre ich mein Leben nicht mehr froh. Die wird mir aber so was von wegmorden. Ja, das hier kennen wir ja noch, ne?
Und da waren wir ja auch noch nicht drinnen, ne? Wir wollten ja da eigentlich mal ganz nach hinten da, wo die. Hier komme ich auch nie rein. Versperrt, immer noch. Ich denke mal, das ist dann später. Gesundheit! Da rotzt die durch die Wohnung. So, jetzt sehen wir mal hier nach oben. Ja. Ich sehe doch schon da so ein Vieh. Aber es sieht mich nicht. Da ist der zweite. Ich weiß nicht, was du machst, aber lass das. Ich hasse das. Ja. Alter! Können die schießen? Ach ja, klar. Tschüssi. Tschüssikowski. Ich wollte gar nichts. Ach, die eine ist jetzt da unten, okay. Oh Mann, ey. Ich habe mich schon wieder halb weggekotet, ey. Wo ist die denn jetzt? Jetzt rennt die da hinten rum. Okay, eine weniger. Man könnte die auch umbringen. Wo läuft die denn jetzt hin? Ach, der Rabe ist da. Ja, putz dich mal. Lass mal ein Federchen hier. Ich höre mich gerade, was hier so laut ist. Ist die jetzt echt abgehauen da hinten? Ja, die rennt da einfach weg. Okay. Cool, eine weniger. Lass doch mal eine Feder hier. Junge. Wenn ich da mal nach oben komme, ne? Ja, nicht nur Krähen. Sondern Feder da lassen. So ein Ditte. Gib doch mal eine Feder ab. Richtig lautet Fieber. Muss ja teilweise springen, weil ich diese Spinne nicht weiß, wo die ist. Da ist eine. Naja. Och, Oskar, nein. Der hat, weiß ich nicht, ne? Der will, ich kann zwar verstehen, ne? Also die ist in der Nähe sein und dann Zeit verbringen ist halt schön und gut. Aber andererseits ist das jetzt nicht ganz so toll. Boah, 500, ey. Das hat sich ja mal gelohnt. Bestimmt, weil ich hier in der Gefahrenzone Nummer 1 bin. Oh, was ist das denn? Okay. Die muss ich irgendwie helfen, glaube ich mal. Ne? Kann ich das nicht reparieren hier? Das hier? Wie war das nochmal? Nee. Achso, nee. Ich glaube, von hier kann ich reparieren. Ne? Reparieren? Ah, nee. Ein Quarzit. Das ist doof. Nee, ich will das nicht kaputt machen. Ah, ich komme so gar nicht raus. Wo sind hier die aus, ja? Hallo? Ich komme, mein Freund. Ich will dir helfen. Ach, du bist ja feindlich. Nee, ich würde dir nicht helfen. Du bist ja ein feindlicher. Boah! Ich wollte schon sagen, kommt die hier mit rein? Ach, die kämpft jetzt gegen den oder was? Naja, mach mal. Mach mal. Also, mich stört's jetzt nicht, ne? Ihr könnt euch da voll auslassen, ne? Ich mach hier meinen Weg weiter. Ne? Tschüssikowski. So, hier ist irgendeine Batterie. Da ist irgendwas kaputt, glaube ich. Solange die da hinten kämpft, gehe ich hier mal raus. Hier ist was kaputt. Muss ich hier irgendwas machen? Kann ich hier was machen? Nö. Kann ich nur drauf und das warten, ne? Ah, da war ich doch auch schon mal drin, oder nicht? Hier. Oder ist an der Batterie was? Dann würde ja was leuchten, ne? Die sind ja immer noch fleißig am Kämpfen, aber dann. Dann lass ich sie mal. Hier die Eier habe ich auch keinen Bock. Ja, die Frage ist, komme ich hier irgendwie nach oben weg? Also da, weißt du? Weil dass da jetzt mein Rucksack da oben liegt, finde ich persönlich nicht so geil.
Ich glaube nicht, dass man hier so raufkommt. Das ist natürlich dann die Frage, wenn ich hier mir die Karte angucke. Mein Rucksack ist ja da. Ob man von hier irgendwie denn noch raufkommt, ne? Ich bin ja jetzt, jetzt gucke ich dagegen. Aber man sieht es ja nicht so richtig, ne? Wieder so der Gang wäre. Ach, hier ist eine Höhle. Oh, nee, wa? Was ist das? Alter, was ist denn das hier? Was hast du denn hier? Rezept Ameisentotem. Was ist das denn? Ameisentotem. Ein Rezept, das bei einem Leichnam in einer Höhle voller Ameisenköpfe zu finden war. Ja, und jetzt? Kann ich das auch lesen? Ja, ich will das Ameisentotem. Oder kann ich das jetzt bauen? Wozu brauche ich denn Ameisentotem? Ganz ehrlich. Wozu? Zehnmal Ameisenkopf. Und jetzt? Aha. Also bringt tut's mir hier nichts, glaube ich. Oder? Haben die noch was am Arsch hier? Was hängt hier rum? Achso, Knochen. Ey, gib mal hier. Verrottete Ameisenkeule. Na, die nehme ich mal. Ist die cool oder was? Wo ist sie denn? Da? Nicht analysiert. Eine verrottete Keule aus einer mysteriösen, trostlosen Höhle. Die schleimige Oberfläche und der Gestank lassen vermuten, dass sie das Mindesthaltbarkeitsdatum schon etwas überschritten hat. Okay. Vielleicht ist es aber auch eine Legendenkeule. Man weiß es bloß noch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall analysieren. Kommen wir so hier rauf? Also jetzt sind wir hier auf jeden Fall beim hohen Stein. Da kommen wir ja auch so hier rüber. Oh! Aua! Ah, jetzt sind wir... Ach ja, jetzt sind wir runtergeflogen. Achso, das ist eine Ditte. Ey, da müssen wir aber doch da so hochkommen, oder was? Ich probiere es nochmal. Wenn ich halt sterbe, denn mit einem Versuch, da nach oben zu... Ach du Lecko Mio, warum sind denn hier schon wieder alle da? Besonders, was macht die denn? Schuppert die sie ein? Das sieht ein bisschen pervers aus. Nein, nein, nein. Leck mich! Leck mich! Wie kommst du denn so weit hin? Du bist doch so... Oh, ist hier ein Upgrade oder was? Oh, letztes Mal hat die gar nichts. Ah, jetzt hängt die da, wa? Komm her, du Vieh. Was hängst du da, ne? Du hast den scheiß Vieh. Ja, ja. Naja, erst mal auf den Sack gehen und jetzt, der kitzelt mich von unten. Ja, ja, klar. So, jetzt kommen die Pfeile, die pumpen da alle runter. Und vielleicht töte ich deinen Freund da hinten auch. Einfach nur so, weil du fett bist. Ist mir egal. Kannst auch ruhig rumzicken. Ist mir alles egal. Oh, so ein Stein nehme ich mal mit hier. Ich habe ja gar keinen Ball. Nein, keine Zeit für dich. Nein. So. Gut. Gucken wir mal, wo der andere Vieh jetzt hier ist. Ob das immer sich noch einschuppert. Nö. Da ist eine Ameise. Gegen Ameisen kämpfen die gar nicht, wa? Aber fressen Spinnen nicht auch Ameisen? Jetzt mal Tacheles hier. So, das war die hässliche Höhle. So, und ich bin jetzt hier hochgesprungen. Oh. Jetzt bin ich ja schon wieder unten. Oh, Sioni. Konzentrier dich mal. Aber keine Feder, wa? Nirgendwo liegt hier eine Feder. Wo? Ganz, ganz mies, ey. Ich mag den Rahmen nicht. Ich muss da irgendwie... Ich komme doch da und da. Da komme ich doch hin, oder was? So, Moment. Und ditte? Dit schaffe ich nicht? Kann ich hier runterfallen? Nö. Aber das sieht aber hier so aus, ob... Nee, schaffe ich wirklich nicht.
Das schaffe ich einfach nicht. Ja, gut, ich hab's jetzt begriffen. So kommen wir nicht hoch. Ja, dann gehen wir mal andere Seite lang. Man muss auch mal gucken. Irgendwie muss man da nach oben kommen. Geht doch jetzt in die Stadt, weil hier nur über den Dings nach oben kommen. Über den Baum. Das wäre ja mal ein übelst weiter Weg, immer jedes Mal diesen Baumweg da zu laufen. Ach, du bist eine blöde Kuh. Nee, das ist meins. Hau ab. Das ist mein Rüsselfleisch. Ja, ja. Da schieße ich den Rüsselkäfer vor den Vieh ab. Nee, deswegen keiner kann Ameisen. Siehst du aber, da kann ich ja mal gucken. Herstellen. Ameisen-Totem? Was ist das jetzt hier? Ja, das kennen wir ja. Ameisen-Totem. Ich will mal wissen. Hier, das hier. Wir sind Pilzauswuchs. Den will ich ja irgendwie haben. Was können wir denn bauen hier? Ameisen-Totem. Kunst. Da. Was macht es? Eine sehr eindeutige Warnung für feindselige. Ah! B. Ja, das Scout. Ey, das stellt mir vor mein Zuhause hin. Damit die auch endlich mal kapieren, was los ist und nicht mein Fressen immer wegfressen wollen, ne? Diese garstigen Viecher. So. Ich muss hier irgendwie hoch. Ich weiß bloß nicht wie. Die Steine sehen auch jetzt nicht allzu günstig aus, muss ich sagen. Oh nee, da ist so eine hässliche Scheißlarve. Oh nee, da ist so eine hässliche Scheißlarve. Und ich brauche hier ein Dings, ne? Können wir die eigentlich benutzen? Ach du Scheiße. Ah, gut. Ich hab keine Ausdauer. Oh, okay. Rudi! Hast du zugeguckt? Fandst du geil? Ich wollte schon sagen, bleib mal stehen hier, mein Freund. Wie viele Rudis haben wir denn jetzt mittlerweile? 1, 2, 5. Krass. Das ist ja eine Rudi-freundliche Sendung heute. Zumindest für mich. Für Rudi nicht. Aber das ist ja auch mir, ja. Ja, man muss ja... Rudi! Ja, Mensch! Du alter Rüssel! Alter. Das ist wirklich, also, legendär, der Typ, ey. Ich hoffe bloß, hier hinten ist jetzt auch... Das wird ja immer höher, wa? Kann das sein? Oh, wenn wir zufällig hier mal sind, ne? Mhm. Okay, Sioni, das machen wir jetzt nochmal. Besser ist. Komm her, leckerer Tropfen. Voller Flüssigkeiten. So. Das können wir nicht abholzen, ne? Ey, sag mal, bin ich denn... Das wird doch immer höher, oder nicht? Oh ne, die Bombardier-Idioten. Ich will da gar nicht. Aber ich muss da hinten lang. Erstmal eine Über. Da sind zwei. Jetzt ist der Weg frei. Los, komm. Oh ne, da hinten ist eine Spinne. Oh nein, 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 nein. Oh, die Spinne hat Sex mit der Spinne. Oh ne. Die haben alle Sex hier. Oh nein, da ist ein Bombardierkäfer. Ich dachte wirklich, ich komme da hoch. Oh ja, ich bin da hochgekommen. Die haben da alle Sex. Oh, so könnte ich. Aber ich komme da nicht ganz nah. Oh. Ich hab das. Oh, jetzt bin ich im Arsch. Ja, ja. Ja, ja. Tschüssi. Alter, ich bin hier in der Todesfalle, wa? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber das ist nicht so freundlich. Okay, ich habe einen anderen Plan, ne, für die Zukunft. Ich renne jetzt einfach so nach Hause. Ich will so einen Totem bauen. Ne? Und dann machen wir in der nächsten Folge... Ja, wir müssen da ins Heckenlabyrinth nochmal rein. Ne? Das bringt ja sonst gar nichts. Sonst kommen wir ja nie an unseren Rucksack ran. Ne? Ich weiß bei dem Weg nicht mehr, aber das sollte irgendwie so schnell gehen. Irgendwie. Ich hasse bloß so eine Jump-and-Run-Kacke, weil das größte Problem... Ah ja, jetzt komme ich noch bei den Milben. Aber hat ja mich sie jetzt so lange verfolgt, oder was? Naja, die auf jeden Fall. Das höre ich jetzt schon. Ah, wie kann man mir so auf den Po gehen?
Aber wir haben nur so einen weiten Weg. Ah, wir können wieder schnell rennen. Gut, los, komm. Let's go. Nein, nein. Oh, das war eine Larve oder sowas, ne? Eigentlich bin ich schneller als alle anderen. Außer die Wolfsspinne. Und wenn hier keine drin ist, sieht ziemlich gut aus. Wenn zu Hause keine ist, sieht es auch ziemlich gut aus. Hoffe ich. Jo. Und wenn wir schon mal von Spinnen reden, da ist eine. Oh Gott. Man joggt hier. Ah, guck mal, jetzt können wir die Keule mal analysieren lassen. Hallo. Schläfst du? Oder schläfst du nicht? Warum sind jetzt hier mehrere da? Verpiss dich. Und cool. Komm her, du. Okay, eine ist down. Komm jetzt her. Du alter Schisser. Bist du Ditte? Nö. Hä? Wo sind der Vieh hin hier ran? Ah, ist mir eigentlich ruhig an. Ah, da. Hey. Komm, komm, komm. Ja, geht doch. Besser ist für dich. Du Scheißvieh. Oh, diese ekligen Krabbel-Idioten, wa? Und denn, obwohl man nur erforschen wollte, ne? Und ich habe ja eigentlich, ja, halt gesagt, hier, das machen wir nur noch schnell. Aber das musste eben sein, wa? Da musste die eben halt, dann machst du eben da mal ein bisschen länger, ne? Das ist eben halt so. Aber ich wollte die Keule mal erforschen lassen, weil da kriegen wir für ja Punkte. So. So, die analysieren. Ich weiß mal nicht, was da stehen soll, aber naja. Ja, 20 Punkte, ne? Super. Ach du Scheiße! Jo! Jo! Ich will raus hier. Ich will hier raus. Ich will hier tierisch raus. Warum sind hier so viele Larven eigentlich? So! Ja, bevor ich mir jetzt hier einnässe oder so, sage ich bis zum nächsten Mal. Ne? Also wie gesagt, der Plan steht. Müssen da leider nochmal drauf, ne? Aber ich brauche mein Stuff.